die besten Preise zu den besten Games von diversen Publishern zusammengefasst auf einer Seite. Gehe jetzt auf www.instantgaming.com. Hallo und herzlich willkommen zurück zu... Ich wollte gerade Cyberpunk sagen, aber zu Xenoblade. Wir gehen nochmal zum Generaldirektor. Und dann mal gucken. Also ich werde wahrscheinlich eine halbe Stunde aufnehmen noch. I received your report. Und diese Mission hier fertig machen. Excellent work. Ah, wir haben fünf sogar. They're exceptionally proud people. If we can forge an alliance, I'm certain they'll be friends we can trust. I'll remember that, Colonel. And should that day come, would you consider serving as ambassador? Of course. As long as you don't send me there to declare war. Perish the thought. The fewer enemies we have, the easier my job is. Okay. You have my thanks. Now go and rest up until your next mission. Okay, this is fertig. Wow. Toll. Kann ich bitte die nächste Trophäe. Kann ich bitte die nächste Handlungsmission davon auch noch machen? Also die folgende. Ich würde gerne... Segment im Blade Quartier. Ja, was mag das wohl sein? Komisch. Verhandlungen. Blade Quartier ist übrigens zu 41,17% abgeschlossen. Da fehlen noch ein paar Missionchen. Aber eine davon ist halt ultra heftig. Erforderliche Level 50, maximale Teamgröße 4. Pflichtmitglieder Lynn, Elma und Irina. Und Irina braucht vierte Stufe der Harmonie. Also 4 von 5 Herzen. Das ist heftig. Und diese Mission hier ist Level 42. What the hell? Schließe Kapitel 10 ab. Das ist die Voraussetzung. Ja. Schon ordentlicher Level auf jeden Fall. Tatsu, smell a guest. Brave friends, I come bearing a mission sure to leave its mark on Mirren history. I take it from the grand tone we're ready to form an alliance with the Rothians. That's correct, Colonel. Analysis of the data unit you retrieved is complete. It confirms that the Rothians have cut all ties with the Gangli. Given that, an alliance between our races would indeed seem to be mutually beneficial. Ja. Na, wenn nicht schlecht. I would ask you to deliver a formal treaty to their leader. I don't know how they'll respond, but I agree we need to try. We'll do it. Did the data indicate where the Rothians are based? Yes and no. We were able to reverse engineer the flight. We believe they have a base somewhere in Oblivion. Beyond that, however, gets fuzzy. Tatsu can find Kitty Cat base in no time. I'll leave it to you then. Understood. We'll do our best to earn a favorable reply. Yes. Schlachtrossuniform. Gjark Gabuide bekommen wir als Ausstellungsstücke. Nee, lass mal. Da will ich nicht raus. Wir wollen einfach nach Oblivia. Wir gehen einfach easy nach Oblivia. Und zwar nach da. Was ist denn da? Was ist das für ein Ort? Ach ja, da. Ja. Ich weiß, wo das ist. Das ist in dieser Seitenschlucht da. EcoTV. Nein, EcoTV. Ich habe ein Mittel gegen dich. Und zwar meine Fernbedienung. Das Mittel gegen EcoTV. Die Fernbedienung. So, hier ist schon das Dings, ja. Da mit diesen... Ach, die haben das übernommen, lol. Cool. Looks like we found the Rothians. Kitty Cat friends look jumpy. Maybe shoot Tatsu when he approach. So Tatsu strike first. This is a diplomatic mission. We'll just explain to them that we come in peace.
You there! Halt! Are you aware that this keep belongs to Prince Gacharg? Yes, we know. We've come to speak with the prince. May we be granted an audience? The human knows her place. And yet, they cannot be trusted. We've met before. I am Gob Weed, adjunct to the prince. We have a letter for His Highness. May we bring it to him? Do you know the circumstances we Rothians now face, human? We heard you parted ways with the Ganglion. That's why we're here. That was His Highness's will, and it is not my place to question. But I know you filled his head with strange ideas. I would not have it happen again. That's right. We come with a proposal that can benefit both of our people. I care not for your opinion on this matter. Will you at least ask if he'll see us? Please? No. I'll not see His Highness led astray by your poisoned tongues. If you would force your will this day, you must win that right in combat. Such is the Rothian way. This is our only choice. We're guests of the Rothians. If this is their way, we have no choice but to obey. Spoken like a true warrior. Ich kämpfe wohl mit meinem Skell. Ohne bin ich tot. Ja, die machen Ultra Damage. Oh shit, das ist wirklich ein Nahkampf. Als ob jetzt. Oh mein Gott, wir sind sowas von tot. No chance. Wir haben keine Chance gegen ihn. Wir haben kein Umwerfen. Wir haben auch keine, Ja, wir sind tot. Ja. Ohne Skell ist das halt echt mies. Aber, können wir nicht einfach den Skell nehmen? Ach, die stehen dann hier unten. Oh lol. Als ob. Ja, okay, so ist es natürlich einfach. Okay, so ist es natürlich sehr einfach. Viel einfacher. Ich bin unverwundbar, Junge. Oh, nicer Hit. Exiting Scale. Hier, ich mach dich umwerfen. You're extreme. Yeah.
Die ist schwer zu treffen, ne? Die ist so krass, ne? Ich treff die fast gar nicht. Das Problem ist halt, dass ich die nicht treffen kann. Nice getroffen. Komm, umwerfen. Bitte triff. Nein, resistent. Schade. Gegen sie alleine ist es einfach zu kämpfen. Aber gegen die alle zusammen ist es nicht einfach. Ausweichen ist gut weggegangen. Boah, die ist echt heftig, ne? Oh Gott, endlich. Jo, das war schwer. Boah, das war echt heftig. You have won my life. Take it now. I fought for the right to have Gajarg see this treaty, not to take anyone's life. Bring them to me, please. But my prince! These warriors of Earth have followed our traditions and emerged victorious. To deny them now would shame us all. Your Highness. Come, humans. I would see this treaty you speak of. Der Kampf war nicht einfach. Also ohne Skell, easy tot. Wie ich ja am Anfang gesagt habe. Hier waren wir schon mal drin. I see. You propose that we stand together as enemies of the Ganglion. Our people don't have any reason to fight each other. Nopon and humans are best friends now. Even more fun if kitty cats are friends too. Kitty cats. Ah, the purity and innocence of youth. Fostering that innocence is a part of our duty as adults. It's a responsibility I take seriously. As do I. The children of Roth live far from this place. It is their future that I fight for. Your Highness. You are called Elma, yes? Disgraceful though it may be, I must ask one condition. We lack medicine for our people. If you could aid us in this regard, I would be most grateful.
I have far more respect for a leader who puts his people before his pride. Yeah, you should be proud of not being too proud, I guess. Then please grant me this boon. Wade could give you the specifics. When the Rothians are back to health, we will stand beside you as allies. Cool. Oh, Celica, du lebst wieder hoffentlich. Ich komme aber trotzdem nochmal rein. Genau, weil das jetzt Wrothianische Feste heißt. Deswegen war damals auch hier kein Name. Wir waren ja schon mal, wie gesagt, hier drin. Mechanik Level 5, natürlich. Oh, cool, hier. Vichitsa. Ein paar von den Kriegern. Gejag. Besorge 5 Medizinkoffer. Bitte was? Ach du Scheiße, wo müssen wir denn hin? Ach, ist das ein Warnum? Was ist denn die Hylia-Feste? Hylia. Ja. Hila. Nicht Hylia. Jetzt war ich irgendwie bei in Zelda abgedriftet hier. Hylia. Hylia. Oh ne, Hila. Ohne I, oder? Ja, ich sehe das halt nicht. Hier ist keine, halt kein Name irgendwie. Oder? Da? Ne. Aber während der Reise kann ich das eh nicht sehen. Hila-Feste. Da haben wir wieder diese typische Ganglion-Musik. Oh, wait, ist das nicht... Hi. Obwohl, Level 30 ist ja easy. Wo müssen wir die Dinge holen? Hier. Denn? Bomber! Bomb! Laserresistenz! Tschüss! Nee, du machst keine Selbstzerstörung! Yes! Wenn der irgendwie inside ist, keine Ahnung. Und down. Und down. Oh. Wir haben einen legendären Schläger gefunden. Haben alle. Tschüss, umgeworfen. Oh, ich kann nicht hier raus, ne? Thank you.
Kann ich hier irgendwie raus? Kann ich nicht. Ich muss den jetzt besiegen. Mist, jetzt muss ich den echt besiegen hier. Tschüss. Aha. Aha. Nice. Cool, dass wir das geschafft haben. Ich kann hier nicht raus? Als ob, ey. Was für eine Verarschung. Verarschung! Okay. Damit sind wir hier ja durch. Das heißt, wir können in den Verwaltungsbezirk sofort. Achso, wir könnten auch noch Olivia. Ah, nee. Ach, wir sind schon fertig. Wir müssen gar nicht zu... Achso. Okay. Ja, okay, jetzt haben wir die halt hier geholt. Das war eine Entweder-Oder-Mission. Wir hätten den von unseren geben sollen, oder? Das war jetzt vielleicht nicht gut, dass wir das von den Gegnern genommen haben. Also wie lange man hier laufen muss. Hey, good Jark. Brauch noch ein paar Items von dir. Thank goodness. Everyone seems so happy. The bond between Rothians runs deep. Not being able to care for our comrades has been a heavy weight. Warriors of Earth, you have my thanks for your aid. From this day forth, know that the Rothians stand with you. Thank you, Your Highness. However, this pact lives only as long as the Gangler. Once they expire, so too does this alliance. Mira's a harsh land. Should our survival mean your doom, it must be so. If we remain allies, it will be because we face an enemy that demands it. A welcome prospect for any Rothian. It's not welcome at all. Let's all just be friends because... Well, just because. Because. Nice. Endlich. Die Vrothianer sind willkommen! Yeah! Und wir bekommen die Sternenschmiede! Yeah! Die Sternenschmiede der Vrothianer öffnet ihre Pforten in NLA. Ich wette, die verkaufen Katanas und Ninja-Sterne und allen möglichen Samurai-Kram. Cool, oder? Ich finde, du solltest dir das unbedingt am Rüstungsfirmenportal in der Arsenalallee anschauen. Ja, werden wir. Wir werden die auch gut sponsorieren. Ein Segment in Kaldros wurde aktuell. Was? In Kaldros? Was will ich denn in Kaldros? Löwenherz. Erforderliches Level 51, maximale Teamgröße 4. Pflichtmitglieder Elmer und Lynn. What the hell? Warum ist da ein Level 51er Ding? Hä? So mitten in dem Gebiet, wo ich noch nie war. Okay. Gajar, kann ich mal mit dir reden? Kannst du in meinen. Okay, also die bleiben hier, ne? Ja, ja. Okay. Die haben auch Quests.
Also später. Nicht jetzt, aber später. Wir können in den Was ist denn mit dem Verwaltungsbezirk neu? Hä? Ach da. Oh je. Reserve Lara Mara. Okay. Unbekannter Angreifer Rayleigh. Ach, das sind die Missionen, die wir eben angenommen hatten. Ja, okay. Ja, wir gehen dann mal direkt in die Arsenalallee. Dann gehen wir in die Arsenalallee. In die Arsenalallee. Annie Arsenal. Die Allee des Arsenals. Ich dachte irgendwie, dass wir die ins Team holen könnten, vielleicht sogar. Aber ich glaube, das geht nicht. Aber wir haben ja auch mittlerweile genug Teammitglieder, die wir mit Harmonie hochziehen müssen und was weiß ich was. Also. So, Sternenschmiede. Jetzt kommt erstmal das Intro. Die Sternenschmiede. Yeah. Und die kommt natürlich hier zwischen. So, und wir pushen jetzt erstmal 35.000 Miranium voll. Direkt auf Stufe 3. Oh, das sieht so cool aus. Freut euch auf euren Besuch entgegen, ja. Schnitter 2. Oh. Schwere Ausrüstung. Alter, die sieht so heftig aus. Nicht schlecht. Alter, das dritte Level braucht 100.000. Und dann dauert das vierte Level ist ja dann... Also das fünfte... Nee, das vierte Level dauert 100.000. Und das fünfte... Boah, dann schon 300.000 oder so, ne? Und hier fehlen dann noch zwei. Ja, ich weiß nicht, wer das ist. Finde ich aber sehr gut. Die Rothianer. So, was machen wir denn als nächstes? Die nächste Handlungsmission war, was muss man abschließen? Okay, ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Wir haben noch unendlich viele Missionen. ach ja, das müssen wir auch noch machen. Das werde ich auf jeden Fall offscreen irgendwie machen. Backbordseite des Manon-Schiffs. Oh, die Manon-Mission, ja, das sind auch noch so viele. Blade-Turm. Geheime Mission. Ja, eigentlich Rudi der Fleisch. Rudi. Vorfex. Okay. Miranium. Tim Corbin. Weißt du, diese Mission, die würde ich halt alle gerne nicht mit Lynn und Elmer machen. Also Elmer und Lynn müssen aus dem Team raus. Das Problem ist, für manche Missionen müssen die einfach im Team sein. Was haben wir denn hier irgendwas? Ja. Ich weiß gar nicht, welche Mission wir beenden müssen. Oh, Blake hat hier 47%. Hier Minister vermisst. Das ist die nächste Mission, die wir machen. Das ist eine Handlungsmission, wo wir Lynn und Elmer noch im Team haben müssen. Deswegen können wir das eigentlich machen. Und wir könnten Mechaniker unter sich machen. Erforderlicher Level 47. Das ist die Mission hier.
Die könnten wir auch machen. Wir könnten sie sogar jetzt machen. Wir könnten sie nicht machen. Denn wir brauchen dafür Kapitel 11. Nein. Immer diese Secret Verdingsen da, Dings da. Katzenjammer und Trainingslager. Wo finde ich denn die? Wahrscheinlich... Ah, warte. Katzenjammer ist im Geschäftsviertel. Da oben, ne? Genau. Da ist Katzenjammer. Dafür brauchen wir Gewinn. Oh nein. Und wo ist Trainingslager? Familienbande. Oh, das ist auch noch eine. Pflichtmitglieder. Warum kann ich nicht von da aus reisen? Ah, jetzt. Dann machen wir das. Level 15er Harmonie-Mission. Mann. Aber ich mache hier jetzt erstmal einen Cut. Denke ich mal. Oh, scheiße. Jetzt bin ich voll an den Popschutz von diesem Mikrofon gekommen. Dammit. Ich hoffe, das war nicht zu laut. So, ich muss jetzt aber erstmal ausmachen. Und dann nächstes Mal machen wir nicht die Minister-Vermisst-Mission, sondern Familienbande, weil die ist noch schlechter vom Level her. Hier kommen noch so viele Missionen auf uns zu. Oh Gott. Wir haben ja noch fast gar keine Missionen gemacht. Also wir haben ein paar, aber halt nicht so viele. Olivia, okay, danke. Das ist die Mission hier, ne? Genau. Schließe Kapitel 4 ab. Ja, okay. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das wird wahrscheinlich übermorgen sein, am Samstag. Heute ist Donnerstag, morgen Freitag. Morgen Freitag ist Cyberpunk und dann Samstag wäre dann wieder theoretisch Xenoblade und ab Sonntag bin ich wahrscheinlich... Ja, da habe ich zu tun, ja. Okay, gut, dann bis zum nächsten. Sieht man das? Ich teste. Ach du Scheiße. Ja, das ist cool. Click to get started. Cool. Besides move pop chroma key on the webcam. Ah. Gato streaming, donations. Ziemlich cool. Was haben wir denn noch so? Oh, cool. Ja. Ach, hör auf, du blödes Google-Spracheingabe. Ich hab nichts gesagt, was du hier suchen sollst. Mistvieh. Ich bin hier nur am Gucken. Okay, das ist auch lustig. Yo. Das ist auch nice. Cool. Was haben wir noch so hier? Okay, das ist irgendwie, ja, ist auch in Ordnung. Ja, jetzt sieht man nur noch ganz, ganz im Hintergrund ein kleines Bild. Ach du Scheiße. Jo. Was ist denn das jetzt? Powered by Elgato Gaming. Das ist einfach nur so ein Einspieler. Das finde ich irgendwie cool für dieses, also für das hier. Das, aber lass das mal. Das war nur so zum Testen am Ende der Folge. Kann man das ja mal machen, ne? So, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.